So, hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggle66, Stunde der Wahrheit. Ich probiere es heute mal wieder mit meinem normalen Mikrofon, das gestern irgendwie rumgesponnen hat. Ich weiß auch nicht wieso, aber ihr merkt natürlich den Unterschied im Klang. Es klingt ganz anders. Und jetzt wollen wir uns beschäftigen mit dem wunderbaren Buch, das ja die Renate für mich ins Deutsche übersetzt hat. Da kann ich ihr gar nicht genug für danken, dass sie mir immer solche wundervolle Übersetzung macht und dass ich euch dann Bücher, die es sonst nur im Englischen gibt und selbst da teilweise schwierig zu bekommen sind, ins Deutsche übersetzen kann. Enthüllung über die geheime Priesterbeichte und die Abscheulichkeit der vorgeburtlichen Taufe. Wir befinden uns jetzt bei Frage 5. Unzucht und Sünden gegen die Veranlagung. Und wir hatten bereits besprochen, Unzucht und Sünden gegen die Veranlagung, Unzucht, Ehebruch, Inzest, Sünde gegen die Veranlagung und Verschmutzung. Da hatten wir aufgehört und da habe ich gesagt, das wollen wir uns ein wenig näher anschauen. Also lese ich erst nochmal vor, was hier auf Seite 23 in dem Buch zu dem Thema steht und dann gehen wir eben in die Bibel. Die erste Sünde gegen die Veranlagung ist der Samenerguss ohne jeglichen Verkehr mit einer anderen Person. Und wenn eine solche Sünde zu bekennen ist, muss angegeben werden, ob es sich um eine freiwillige oder direkte Verunreinigung oder um eine unfreiwillige handelte, wobei die erstere, also die direkte, als Todsünde angesehen wird. Guri, der Morallehrer der römisch-katholischen Kirche, lehrt, dass jeder absichtlich durchgeführte Samenerguss, wie schwach er auch sein mag, eine Verunreinigung und damit eine Todsünde ist. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man dem Vergnügen der Verunreinigung zustimmt, auch wenn es nur für kurze Zeit ist. Selbst wenn es ohne jede Absicht, spontan oder aus irgendeinem Grund hervorgerufen wird, umso mehr, wenn es mit einiger Anstrengung hervorgerufen wird. Das sagt also hier das Buch über diesen Teil der Verschmutzung. Und es ist unumgänglich, dass wir uns hier ein wenig näher mit dem Fall beschäftigen, den die römisch-katholische Kirche gerne dafür anholt, aber total fälschlich dafür anholt. Es geht um den Fall Onan. Da hat ja auch die Autorin bereits gesagt, das wird sie später bei der Ehe besprechen, ne? Wir hatten hier ja die Sünde gegen die Veranlagung, also Sodomie oder Bestialität besprochen. Und da sagte die Autorin, Moment, wo steht das denn hier? Zu dieser Sünde kommt noch die des Onanismus oder der Sünde Onans hinzu. Das heißt, der sexuelle Akt, der zwischen Verheirateten und anderen Personen zwar begonnen, aber dann nur äußerlich vollzogen wird, um die Empfängnis zu verhüten. Also mit anderen Worten, so wie man das oftmals witzvoll sagt im Deutschen, coitus interruptus, ne? Also Geschlechtsverkehr ohne Samenerguss. Also genau das, was wir jetzt gerade in der Verschmutzung gelesen haben. Wenn die Autorin da später nochmal drauf eingeht, gut, aber ich möchte da jetzt schon mal den Punkt ganz klar machen. Wir gehen in die Bibel und wir gehen in Genesis, erstes Buch Mose, Kapitel 38. Und jetzt müsst ihr mal kurz die Geduld haben, dass ich das erstmal vorlese und danach werden wir besprechen, was da jetzt drin steht. Es geschah aber um jene Zeit, dass Juda, also einer der 12 von den Stämmen Israels, von seinen Brüdern wegzog und sich zu einem Mann aus Adullam wandte, der Hira hieß. Und Juda sah dort die Tochter eines Kanaaniters, der Schua hieß, und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Onam. Und wiederum gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Schela. Er befand sich aber in Kesib, als sie ihn gebar. Und Juda gab seinem erstgeborenen Sohn Er eine Frau, die hieß Tamar. Er, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn, darum tötete ihn der Herr. Da sprach Juda zu Onan: Komm zu der Frau deines Bruders und vollziehe mit ihr die Schwagerehe. Als Begriffserklärung haben wir hier in der Schlachter, es gehörte nach semitischem Rechtsbrauch zu den Verpflichtungen der Schwager, ihrem verstorbenen Bruder Nachkommen von der Witwe zu zeugen. Es ist ja auch so, dass wenn jetzt, wie in diesem Fall, der Bruder gestorben ist und er war verheiratet, ne, also wie diese Schwagerehe, wie das hier genannt wird, wenn das passiert war und es gab einen unverheirateten Bruder,
dass der dann die Frau geheiratet hat, auch um sich um die Frau zu kümmern. Ja, weil sie war ja im Grunde Familie und um dafür zu sorgen, dass sie nicht in Unzucht fiel und so weiter. Also diese sogenannte Schwagerehe, wie die Schlachter das hier übersetzt, ist ein vollkommen legitimer Rechtsgebrauch nach dem Gesetz Gottes. Und das könnt ihr nachlesen in Deuteronomium, Kapitel 25, Verse 5 und 7. Im Englischen, hier in der König James, habe ich mir das Kapitel auch rausgesucht und habe das mal eben gelesen. Und wenn ich das hier anklicke, dann steht hier in diesem Satz, den wir jetzt gerade eben gelesen haben, And Judah said unto Onan, Go unto thy brother's wife and marry her and raise up seed to thy brothers. Also hier wird nicht von irgendeiner Schwagerehe gesprochen, hier wird einfach nur gesagt, und Judah sagte zu Onan, geh in deines Bruders Frau, also das heißt, habe Gemeinschaft mit ihr und heirate sie, weil die Gemeinschaft ist heiraten, nach biblischen Termen, und sorge dafür, dass sie Saat bekommt für deinen Bruder. Also sorge dafür, dass deines Bruders Saat fortgesetzt wird durch dein Eingreifen. Und die Bibel im Englischen sagt hier nichts von Schwagerehe oder so. Sie machen das nicht kompliziert. Sie sagen ganz klar, Onan, geh zu zur Frau deines Bruders, heirate sie, geh in sie ein und sorge dafür, dass sie Kinder bekommt. Ja, so steht es ganz klar im Englischen. Deutsch ist immer ein bisschen schwieriger, Schwagerehe und die ganze Erklärung. Aber gut, je nachdem, was jeder besser versteht, kann der eine das besser lesen als der andere. Im Rest des Satzes geht es damit vor, damit du deinen Bruder Nachkommen erwächst. Ja, das originale Wort ist Samen, dass du deinen Bruder Samen erwächst. Weil aus dem Samen sprießt dann wieder was Neues. Ne? Logisch. Also, nochmal. Da sprach Juda zu Onan: Komm zu der Frau deines Bruders, vollziehe mit ihr die Schwagerehe, damit du deinem Bruder Nachkommen oder Samen erwächst. Da aber Onan wusste, dass der Nachkommen nicht sein eigener sein würde, ließ er es auf die Erde fallen und verderben, wenn er zur Frau seines Bruders ging, um seinem Bruder keine Nachkommen zu geben. Was er tat, missfiel aber dem Herrn, und da tötete er auch ihn. So, und jetzt mal eben ganz klar und deutlich und ganz logisch die römisch-katholische Lehre hier der widersprechend. Hier steht: Onan war sich bewusst, dass der Nachkomme nicht sein eigener sein würde und ließ deshalb auf die Erde fallen. Also mit anderen Worten, er hat vorzeitig den Geschlechtsverkehr beendet und hat seinen Samen außerhalb der Frau, seinen Samenerguss außerhalb der Frau gehabt. Wenn er zur Frau seines Bruders ging, das ist aus diesem Verständnis heraus für mich mehrere Male passiert. Mindestens einmal, aber wahrscheinlich selbst mehrere Male. Wenn wir das im Englischen lesen, and it came to pass when he went in unto his brother's wife, that he spilled it on the ground, lest that he should give seed to his brother. Also ich verstehe daraus, dass es mehr als einmal passiert ist. Man muss ja auch oftmals mehr als einmal Geschlechtsverkehr haben, um wirklich Kinder zu erwecken. Aber ob es jetzt einmal passiert ist oder mehrmals passiert ist, spielt überhaupt keine Rolle. Es geht darum, dass er den Samen so verschwendet hat. Und wenn wir jetzt nochmal lesen, was in der Verschmutzung hier drin steht, in dem Beispiel der Verschmutzung, da steht ja, Guri lehrt, dass jeder absichtlich durchgeführte Samenerguss, wie schwach er auch sein mag, eine Verunreinigung und damit eine Todsünde ist. Jetzt müssen wir es mal eben auf die Reihe setzen. Was wir in der Bibel gerade eben gelesen haben, da geht es darum, dass man im Grunde mit einer Frau vorgibt, Geschlechtsverkehr zu haben, sie dadurch auch zu heiraten, was hat der Onan ja wahrscheinlich auch nicht gemacht, er wollte die Frau ja wohl gar nicht. Gehe ich jetzt mal eben von aus, sonst müssten wir das ganze Kapitel weiterlesen, das könnt ihr gerne selbst zur eigenen Studie. Der Punkt ist, er hätte ihr halt nur Kinder machen müssen, aber die Kinder sind ja nicht von ihm, das ist ja nicht seine Wunschfrau, ist ja nicht seine Familie mehr oder weniger, er macht das ja für eine andere Familie, er macht das ja für seinen Bruder. Jetzt sagen wir mal eben los von dieser Situation. Onan hat einen Namen, auf dem das Wort Onanieren zurückgeht. Onanieren oder ein anderes Wort dafür, was wir heute auch gebrauchen, ist Masturbation. Selbst
Befriedigung. Und das ist halt die Verschmutzung. Ja? Da sage ich ja gar nichts gegen. Das ist hier eine Wortherkunft, die wir erstmal verstehen müssen. Also, das Wort onanieren hat seinen Stamm in der Bibel, wie so viele Sprichworte oder Worte oder irgendwas ihre Basis, ihre Wurzeln in der Bibel haben, das uns heute gar nicht mehr bewusst ist, wie zum Beispiel, ich werde dir mal die Leviten lesen, ne? Kommt ja daher, weil eben die Leviten, das Priestertum, das Volk war, das eben für die Gerechtigkeit gesorgt hat, ne, und für das Recht gesorgt hat in Israel in der Zeit, deswegen die Leviten lesen. Das Wort onanieren kommt von diesem Onan. Nun ist aber mit einer Frau Verkehr haben und die Möglichkeit, sie zu besamen, wegzunehmen, durch sich vorher zurückzuziehen, eine andere Sache als zu, wie wir das bekanntlich sagen, onanieren oder masturbieren, halt Selbstbefriedigung zu tun. Okay? Das wird bei der römisch-katholischen Kirche hier aber gleichgesetzt. Davon ist aber in der Bibel keine Rede. In der Bibel ist ganz klar die Rede davon, dass Gott den Onan getötet hat, weil er ihn dabei erwischt hat, wo er absichtlich mit einer Frau Verkehr hatte, aber den Zweck des Verkehrs entfremdet hat, durch sich vorher zurückzuziehen. Und die römisch-katholische Kirche schmeißt das jetzt alles in einen Pott und sagt von ja, okay, das ist mit der Frau ist eine Sache, aber selbst wenn du dich selbst befriedigst als Mann und deinen Samen halt auf die Erde wirfst oder wohin auch immer, ich will da jetzt nicht bildlich anfangen zu sprechen, was damit auch passiert, wenn das nicht gebraucht wird, um zur Fortpflanzung zu dienen, dann ist das eine Todsünde. Das sagt die römisch-katholische Kirche und das ist vollkommen falsch und unbiblisch. Das Einzige, wie das überhaupt biblisch verständlich wäre, wäre, wenn wir wirklich das Beispiel aus Genesis 38 nehmen und eben da steht, aber Onan wusste, dass der Nachkomme nicht sein eigener sein würde, ließ er es auf die Erde fallen und verderben, wenn er zur Frau seines Bruders ging, um seinem Bruder keinen Nachkommen zu geben. Und da hier steht, wenn er zur Frau seines Bruders ging, deswegen nehme ich an, dass es mehrere Male passiert ist, ne? Weil wird ja wohl nicht nur einmal gegangen sein. Das ist mein Verständnis, aber gut, das ist ein anderer Punkt. Was er tat, missfiel aber dem Herrn, da tötete er auch ihn. Dass das dem Herrn missfällt, ist normal, weil das ist ja im Grunde eine Ehe vortäuschen, aber sie eben nicht vollziehen. Ne? Also, ich will mal so sagen, das Glas Milch trinken, aber es nicht bezahlen, nach dem Motto. Das kann ja nicht sein. Nur zu seiner eigenen Befriedigung das machen. Weil dadurch, dass er zum Erguss gekommen ist, hat er ja seine Befriedigung gehabt. Nennen wir doch mal die richtigen Termen hier. Ich weiß, das ist nicht etwas für kleine Kinder, aber ich habe euch ja gesagt, dieses Buch ist auch nichts für schwache Nerven. Man muss sich da wirklich mal auch reindenken in diese Denkweise der römischen Katholiken. In der Bibel ist ganz klar der Punkt, der Onan bekommt den Auftrag, ja, der Onan bekommt den Auftrag von Juda, von seinem Vater, zur Frau seines Bruders zu gehen, mit ihr den Geschlechtsverkehr zu vollziehen, um dem Bruder, der selbst nicht mehr kann, da er tot ist, Nachkommen zu erwecken. Onan geht in die Frau ein, hat seinen zwischen Anführungszeichen Spaß, will aber die Nachkommen nicht haben, zieht zurück und lässt deswegen seinen Samen auf die Erde fallen und verderben. Und deswegen tötet ihn der Herr. Und deswegen, das ist die Sünde. Weil er vorgibt, mit der Frau Verkehr zu haben, mit der Absicht, Kinder zu zeugen, er aber den Coitus interruptus macht, vorher zurückzieht und eben keine Kinder gebärt. Das ist eine Sünde, weil dann hat er hier nur normalen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Ach, das ist aber, du sollst nicht Ehe brechen, das ist dann aber ein Verstoß gegen das Gebot. Und deswegen wurde er auch getötet. Das heißt aber nicht, dass ich, wenn ich selber Hand an mich lege, wo ja der Name Onanieren, Onan herkommt oder masturbiere, dass ich dann auch eine Sünde begehe
Und natürlich hier die römisch-katholische Kirche wieder mit ihrem Unterschied zwischen Tod, Sünde und oder freiwillig oder unfreiwillig. Also Todsünde oder eine lässliche Sünde, ja, die den Unterschied macht. Das hat da überhaupt nichts mit zu tun. Aber das zieht sich so, das müsst ihr mal verstehen, durch die Jahrhunderte durch. Und deswegen ist in der römisch-katholischen Kirche Selbstbefriedigung verurteilt. Verurteilt Gott auch Selbstbefriedigung? Nun, das weiß ich nicht, weil Selbstbefriedigung ist für mich persönlich, nach meinem Verständnis, kein sexueller Akt außer der Ehe, weil Sex kann ich nur mit einer anderen Person haben. Entweder des gleichen Geschlechts oder des anderen Geschlechts oder mit einem Tier. Das sind ja die ganzen Dinge, die wir auch angeholt haben. Aber nicht mit mir selber. Für mich selber wäre das jetzt keine Sünde. Gut, ich bin da auch kein geschulter, ausgebildeter Lehrer in diesem Punkt. Ich kann nur meinen logischen Menschenverstand arbeiten lassen. Und mein logischer Menschenverstand sagt mir, Onan begeht eine Sünde, weshalb ihn der Herr auch tötet, weil er unter falschem Vorwand in eine Frau einkehrt und somit das Gesetz, du sollst nicht Ehe brechen, bricht und der Vater im Himmel, Gott, der Herr, ihn deswegen tötet. Soweit ist das für mich verständlich und begreiflich. Die römisch-katholische Kirche sagt aber, jedes Mal, wenn du deine Samen auf die Erde fallen lässt und verderben lässt, um jetzt mal die Termen der Bibel zu gebrauchen, dann begehst du eine Todsünde. Egal, ob du jetzt hierbei den Akt des Geschlechtsverkehrs mit einem anderen Menschen durchführst, ja oder nein. Und wenn das ein anderer Mensch ist, außer deine eigene Frau, ist es sowieso immer Sünde. Aber das ist jetzt mal eben auf die Seite gelassen. Aber aufgrund dieses Beispiels sagt die römisch-katholische Kirche von, ah, hier siehst du, Selbstbefriedigung, deinen Samen so mal auf die Erde fallen zu lassen und verderben zu lassen, das ist Sünde. Auch wenn du das selbst machst. Die gehen nicht auf diesen Fall von Onan hier in der Bibel ein. Das brauchen sie gar nicht. Dafür haben sie eben ihre eigene Morallehre. Und seht ihr, so klein und fein sind manchmal die Unterschiede zwischen der Morallehre der Bibel und der Morallehre der römisch-katholischen Kirche. Ganz klar, die Bibel sagt, es ist eine Sünde, wenn ich in die Frau meines Bruders eingehe, vortäusche, mit ihr Kinder zu zeugen, es aber auf die Erde fallen und verderben lasse. Und dafür wurde dieser Onan eben auch vom Vater bestraft, also von Gott bestraft, von unserem Vater bestraft, nicht vom Vater Juda jetzt, sondern von unserem Vater im Himmel bestraft und wurde dafür getötet. Das ist aber ein Unterschied, ob das passiert oder ob ich mich selbst befriedige. Da steht nämlich nichts von in der Bibel. Ich kenne kein einziges Beispiel in der Bibel, wo das drin steht, dass das Sünde ist. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Deswegen natürlich auch, dass der Vater ihn tötete danach. Richtig, vollkommen einverstanden. Aber mir ist keine Stelle in der Bibel bekannt und ihr könnt das ja gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ihr eine Stelle findet, wo wir sehen, dass Selbstbefriedigung eine Sünde ist, nach der wir sterben müssen. Das ist nur römisch-katholisch. Und deswegen ist eben die römisch-katholische Moraltheologie so verwerfend, weil sie so anders ist als die Bibel. Pass auf, sie basiert sich, wie wir hier jetzt in diesem Beispiel gesehen haben, sie basiert sich manchmal wunderbar auf die Bibel. Man kann nachvollziehen, ach, da kommt das hier, dem Onan. Ah ja, okay. Aber was der Onan getan hat, hat ja nichts damit zu tun, wenn ich, Mensch, als junger Teenager, als junger Mann, 13, 14, 15 Jahre alt, ich komme gerade in die Pubertät, ich habe noch keine Beziehung mit einer Frau oder irgendeinem anderen Menschen sexuell. Aber ich habe Verlangen und Träume und all diese ganzen Sachen. Und ich befriedige mich dann selbst. Das ist nach der römisch-katholischen Kirche Todsünde. Und das ist es meiner Meinung nach in der Bibel nicht und ist auch in der Bibel nicht so beschrieben. Sondern wir haben den Fall von Onan, der ein ganz anderer Fall ist. Und deswegen finde ich das so furchtbar wichtig. Was die Autorin, die Margaret L. Sheppard, unsere bekehrte Nonne, nachher unter dem Thema Ehe zu dem Onan sagt, das weiß ich jetzt im Augenblick nicht mehr auswendig. Das werden wir sehen, wenn wir dazu kommen. Es ist mir auch vollkommen wurscht. Mein Verständnis davon habe ich euch jetzt mitgeteilt und mein Verständnis kommt aus dem Lesen der Bibel und dem Verstehen der Bibel und das ist mein Verständnis und wenn euch der Heilige Geist in ein anderes Verständnis, eine andere Wahrheit leitet, ja, dann müsst ihr eben diesen Geist prüfen, genau wie ich ihn geprüft habe und dann eben sehen, ob das richtig ist oder nicht. Mein Verständnis davon ist,
dass hier die römisch-katholische Kirche ein Beispiel nimmt und es total umkehrt, um eben für sich selber dafür zu sorgen, dass den Menschen, wenn sie auch nur Fantasien haben, in eine bestimmte Richtung, lustvolle Fantasien haben und diese gebrauchen, um sich selbst zu befriedigen, um diesen Menschen bereits eine Todsünde anzuschmieren. Das ist, was die römisch-katholische Kirche macht. Wobei die Priester dann eigentlich reihenweise alle selbst umfallen müssten, weil das sind die notgeilsten überhaupt. Davon mal eben abgesehen. So viel zu dem Thema. Fast 20 Minuten, das dürfte reichen. Nächster Punkt. Sodomie. Die zweite Sünde gegen die Veranlagung besteht im Zusammenleben mit einer Person des gleichen oder eines anderen Geschlechts, aber in einer Art und Weise, die gegen die Natur ist. In vase indebito. Auf unangemessener Basis heißt das. Es gibt zwei Arten dieser Sünde. Vollkommene und unvollkommene. Die erste wird begangen, wenn sich ein Mann zu einem anderen hingezogen fühlt. Bei der zweiten handelt es sich um den Akt des Mannes mit einer Frau gegen die Natur. Und um jetzt nochmal eben in deutlichen Termen zu sprechen, hier geht es um Analverkehr. Wobei eben, wenn man Sodomie in Google zum Beispiel nachschaut, da oftmals eben auch Bestialität, also Zoologie beikommt. Ja? Wenn ich hier mal eben jetzt Sodomie eintippe und ich gehe in Wikipedia, mit dem Begriff Sodomie, wurde ab dem Mittelalter bis in die frühe Neuzeit jegliche sexuelle Handlung beschrieben, die nicht zur Fortpflanzung dient. Also zum Beispiel ist dann auch Selbstbefriedigung Sodomie. Ja? Abhängig von der vorherrschenden Sexualmoral der jeweiligen Zeit und Kultur wurden Formen der Sodomie unter Strafe gestellt. Während in anderen Sprachen die von Sodomia abgeleiteten Begriffe heute hauptsächlich den Analverkehr bezeichnen, steht Sodomie im modernen deutschen Sprachgebrauch überwiegend für sexuelle Praktiken mit Tieren. Zoophilie oder Sodomia bestialis. So, interessant. Im modernen deutschen Sprachgebrauch, das heißt mit anderen Worten, im modernen deutschen Sprachgebrauch wird die ursprüngliche Bedeutung Sodomie einfach verändert. Dass man eben natürlich auch am besten überhaupt nicht mehr den Link legt zwischen Sodom und Gomorra. Und ich muss euch ja nun nicht noch vorlesen aus dem Anfang Genesis, ich glaube, das ist irgendwie Kapitel 9, 10 oder 11 in Sodom und Gomorra, was da passiert und dass die Sünde von Sodom tatsächlich Analverkehr war, so wie es hier eben auch steht. Ja? Während in anderen Sprachen die von Sodomia abgeleiteten Begriffe heute hauptsächlich den Analverkehr bezeichnen, steht Sodomie im modernen deutschen Sprachgebrauch überwiegend für sexuelle Praktiken mit Tieren. Wie ich bereits nannte, Zoophilie. Nein, es steht oder sollte auch im Deutschen stehen für Analverkehr. Und wenn wir uns jetzt nochmal in dem Buch das anschauen, was hier steht, dann steht hier ganz klar, das ist eine Sünde gegen die Veranlagung, weil was ist die Veranlagung? Die Veranlagung ist das, dass ein Mann sich zu einer Frau hingezogen fühlt und mit der Frau den ganz normalen Akt vollzieht, den ganz normalen Geschlechtsakt vollzieht. Ja? Wenn das männliche Geschlechtsorgan und das weibliche Geschlechtsorgan miteinander vereinigt werden, die beiden werden ein Fleisch. Das, was wir Geschlechtsverkehr nennen, zwischen Anführungszeichen normalen Geschlechtsverkehr, um an Diskussionen aus dem Wege zu gehen, das ist die Veranlagung. Gegen die Veranlagung ist alles andere. Vor allen Dingen eben in diesem Fall entweder mit einer Person des gleichen oder eines anderen Geschlechts. Aber in einer Art und Weise, die gegen die Natur ist. Es gibt zwei Arten dieser Sünde. Vollkommene und unvollkommene. Die erste, also die vollkommene, wird begangen, wenn sich ein Mann zu einem anderen hingezogen fühlt, oder, um es deutlich zu machen, die vollkommene Sünde der Sodomie wird begangen, wenn sich ein Mann nicht nur zu einem anderen hingezogen fühlt, sondern wenn er mit einem anderen Mann liegt, so wie es in der Bibel eben auch geschrieben steht, dass nicht ein Mann bei einem anderen Mann liegen soll, dass nicht ein Mann bei einem Mann liegen soll, wie bei einer Frau. Ja? Und die Unvollkommene wird begangen,
wenn es sich um den Akt dieses Mannes mit einer Frau gegen die Natur handelt. Weil die Frau ist da auch nicht für gemacht, um sodomiert zu werden, um Analverkehr mit dem Mann zu betreiben, sondern um normalen Verkehr mit dem Mann zu betreiben. Wobei wir dann ja eben schon bei der Verschmutzung darüber gesprochen haben. Jetzt könnte man sagen, von Mann und Frau, Sodomie und Verschmutzung, das gehört dann zusammen. Ja, das kann man so sagen, weil ob ich meinen Samen auf den Boden fallen lasse und er verdirbt oder ich ihn irgendwo reintue, wo er auch kein Kind zeugen kann, das ist dann eben auch eine Verschmutzung. Das ist dann ein Zusammenspiel von diesen zwei Sünden. Ich will ja auch nicht zu viel ins Detail gehen. Ich will nur mal versuchen, euch das ein wenig deutlich zu machen, wie verworren und falsch und verlogen die Moraltheologie der römisch-katholischen Kirche ist gegenüber der Moraltheologie der Bibel. Ja? Die Moraltheologie der Bibel ist ganz einfach. Mann und Frau zusammen tun das, wozu sie natürlich veranlagt sind und wozu sie natürlich geschaffen wurden. Alles andere, wozu sie nicht natürlich geschaffen wurden, auch der Akt eines Mannes mit einer Frau gegen die Natur, also Analverkehr, ist dann Sodomie und damit eben auch eine Sünde. Schließlich eine Sünde, weswegen eine ganze Stadt getötet wurde. Sollte man sich mal überlegen, ob es das wert ist. Und dann den nächsten Punkt, Bestialität. Dritte Sünde gegen die Veranlagung. Es geht immer das, was gegen die natürlich, gegen die, das natürliche Verlangen ist. Wenn ich als Mann lustvoll einem anderen Mann zugucke und dem mit dem Analverkehr haben will, dann ist das eine unnatürliche Veranlagung. Die kommt übrigens, wenn man versteht, Römer Kapitel 1, und ich habe da ja ein paar sehr interessante Videos zugemacht, ich glaube 10 Lesungen, in dem ich Römer Kapitel 1, Verse 15 bis 32 gelesen und besprochen habe. Und wenn man das gelesen und besprochen hat, wenn man das geschaut hat mit meiner Lesung und Besprechung und dann sieht, wie sich das auf das zweite, wirkliche zweite Gebot bezieht, dann versteht man eben auch, warum bestimmte Menschen da immer einen Hang zu haben. Vor allen Dingen eben diejenigen aus der römisch-katholischen Kirche. Deswegen habe ich damals die Sendung gemacht, um darauf hinzuweisen. Ja? Es geht immer um eine Handlung, hier jetzt in der römisch-katholischen Kirche in der Morallehre eine Sünde genannt, gegen die Veranlagung. Eine Handlung, die gegen das geht, was natürlich ist. Ja? Also die dritte Sünde gegen die Veranlagung, nachdem wir bereits die meines Erachtens Verschmutzung falschlich haben, weil eine normale Selbstbefriedigung eines Menschen, und ich behalte es jetzt mal eben auf das männliche Geschlecht hin, die Selbstbefriedigung eines männlichen, eines Mannes, finde ich persönlich keine Verschmutzung, aber da bin ich ja schon drauf eingegangen. Ja? Das ist ja auch in der Bibel nicht so geschrieben, weil da geht es ja um den Fall des Onan. Und das ist eine andere Sache, das ist eine Sünde, aber nicht deswegen, weil man den Samen fallen lässt, sondern weil man Geschlechtsverkehr außer der Ehe hat, ohne mit der Absicht, die Nachkommen zu zeugen, die ja nach Judas Aussage durch den Onan von seiner Schwägerin gezeugt werden soll. Wenn sie keinen Samen kriegt, geht das nicht. Zweite war die Sodomie und die dritte Sünde ist die Veranlagung Beziehungen zu einem Tier. Diese Sünde besteht darin, dass eine Frau oder ein Mann ein Verhältnis mit einem Tier hat. Wenn jemand Gefallen daran gefunden hat, mit einem Tier auf unreine Weise umzugehen, jetzt muss ich da keine große Zeichnung machen, was das sein könnte, muss dies in der Beichte erwähnt werden, denn wenn die Handlung mit fleischlicher Begierde einherging. Indem die Kirche von einer Frau verlangt, ihr Gewissen auf diese letzte Sünde hin zu prüfen, stellt sie sie auf eine Stufe mit den wilden Tieren des Feldes. Und übrigens, wenn die Kirche von einem Mann verlangt, sein Gewissen auf diese letzte Sünde hin zu prüfen, dann stellt sie ihn ebenfalls auf die eine Stufe mit den wilden Tieren des Feldes. Nachdem ich meinen Lesern die Sünde gegen die Natur erklärt habe, werde ich ihnen erlauben, sich ihre eigene Meinung über das sehr erbauliche Gespräch zu bilden, das zwischen dem Vater, also Priester, und seinem geistlichen Kind unter dem Deckmantel der Religion stattfinden muss. Frage Nummer 6. Eheverpflichtung. Fragen an verheiratete Frauen. Erste Frage.
Hast du das Ehebett missbraucht, indem du etwas getan hast, was der Natur widerspricht, oder indem du deinen Mann seine ehelichen Pflichten verweigert hast? Und wie oft? Und ich stoppe jetzt gleich hier nach der ersten Frage, bevor ich in die zweite Frage oder über was Guri über die Ehe und so weiter sagt, eingehe. Ich habe im letzten Video bereits gesagt, es gibt so etwas wie die Aussage in der Bibel, the marriage bed is undefiled. Ja, also das Ehebett ist unbeschmutzt. Jetzt gehe ich mal eben in die Basis König James Bibel und gucke mal nach dem Wort undefiled, während die Aufnahme weiterläuft. Und ich weiß, dass es im Neuen Testament steht, typisch. Hier, Hebräer 13, Vers 4. Lesen wir mal eben das Kapitel oder zumindest Anfang. Lasst brüderliche Liebe weiter bestehen. Let brotherly love continue. Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. Also vergesst nicht, um auch die Fremden zu unterhalten, denn dadurch wurden manchmal sogar schon Engel behandelt. Remember that them that are in bonds as bound with them, and them which suffer adversity as being yourselves also into the body. Marriage is honorable, und jetzt ist der wichtige Vers hier, marriage is honorable in all and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. Was steht hier also ganz klar und deutlich drin? Ich suche jetzt auch mal eben das Gleiche raus aus der Schlachterbibel. Ehe ist ehrhaft in allem und das Bett ist unbeschmutzt. Aber Menschen, die Huren nachjagen und Gesetzesübertreter, die also Ehe brechen, Ehebrecher, werden durch Gott abgeurteilt. Hebräer 13, gehen wir gleich mal eben hier in die Neue Testament, in die Schlachterbibel rein. Wo ist denn hier? Hebräer 13, ein Stückchen hier runter. Und dann war es Vers 4. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. So. Die Ehe, das bedeutet auch die Hochzeit, sagt die Schlachter hiermit. So, und da stimme ich absolut 100% mit der Schlachter überein. Die Ehe, das bedeutet auch die Hochzeit. Die Hochzeit ist das Vollziehen des Aktes des Geschlechtsverkehrs zwischen einem Mann und einer Frau. So, wie es die Natur vorgesehen hat, so wie es Gott vorgesehen hat. Da habe ich ja schon immer gesagt, sobald dieser Akt vollzogen ist, ist die Ehe eigentlich vollzogen, in biblischer Sicht. Und genau das bestätigt die Schlachter hier auch, vollkommen richtig. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden, oder die Heirat, und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Was heißt denn das jetzt, wenn wir da mal eben drüber nachdenken über diesen Vers? Die Ehe soll von allen, also vor allen Dingen natürlich von den beiden, die sie haben, der Mann und die entsprechende Frau, in Ehren gehalten werden. Und das Ehebett ist unbefleckt. Das heißt, da geschieht nichts oder ist nichts drin geschehen, das irgendwelche Flecken, also irgendwelche Sünden, hervorrufen könnte. Und noch viel wichtiger, was wir daraus verstehen sollen, das ist die geistige Botschaft dahinter, was ihr in eurem Schlafzimmer untereinander macht, wenn ihr ein verheiratetes Paar zwischen Mann und Frau seid, auf eine biblische Ehe bezogen, das interessiert Gott nicht. Denn die Unzüchtigen und Ehebrecher, die wird er richten. Die holt er da sowieso raus. Aber was ihr in eurem Bett macht miteinander, im gegenseitigen Einverständnis, da hält Gott sich raus. Gott hält sich raus, ja, aber die römisch-katholische Kirche, die hält sich nicht raus. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Das heißt auch, dass ich über das, was da passiert, nicht mit einem notgeilen Priester in einem Beichtstuhl spreche. Hallo, das ist doch wohl logisch, sonst beflecke ich doch das Ehebett. Das geht doch niemandem was an, als mich und meinen Ehemann als Frau oder mich und meine Ehefrau als Mann. Die römisch-katholische Kirche denkt da anders drüber. Die will alles wissen, was in eurem Ehebett passiert.
müsst ihr alles offenlegen. Jeden Wunsch, jeden Gedanken, jede Fantasie, jedes Verlangen. Alles, was ihr jemals tun wolltet und was ihr getan habt. Das erinnert mich beinahe an diesen Film von Woody Allen aus den 70er Jahren, was sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten. Muss ein sehr katholischer Film sein. Ich habe ihn nie gesehen. Wer ihn gesehen hat oder weiß, worum es geht, der kann ja mal was in die Kommentare schreiben. Aber die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Das heißt mit anderen Worten, darüber wird auch nicht gesprochen. Und schon gar nicht mit einem notgeilen Priester im Beichtstuhl. Als Mann oder als Frau. Das muss man begreifen. Da geht es im Grunde an allererster Stelle darum. Hast du das Ehebett missbraucht, indem du was getan hast, was der Natur widerspricht, oder indem du deinem Mann seine ehelichen Pflichten verweigert hast? Und wie oft? Was ist denn das? Was ist denn diese Frage? Diese Frage ist eine Befleckung des Ehebettes. Das Ehebett unbefleckt halten. Wenn ich solche Fragen bekomme und sie dann noch beantworte, dann ist das das Ehebett, dann ist das die Ehe beflecken. Und dass die Frau sich dem Mann nicht enthalten soll und der Mann sich der Frau nicht enthalten soll, das sagt Paulus an einer anderen Stelle im Neuen Testament. Das ist eine andere Sache. Da geht es aber hier nicht drum. Hier geht es darum, dass ein Priester, ein Mensch, der selber nicht heiraten darf, ein Mensch, der normalerweise selber deswegen auch keinen Sex haben darf, weil jeder Sex außerhalb der Ehe ist Ehebruch, Sünde, und das vor Gott, nicht nur vor der römisch-katholischen Kirche, der natürlich auch ein ganz normaler, zwischen Anführungszeichen, ganz normaler Mann ist, mit seinen Wünschen, seinen Verlangen, seinen Fantasien, sitzt da im Beichtstuhl und fragt eine, lass uns jetzt mal sagen, 23-jährige junge Frau, gut gebaut, hübsch, hast du das Ehebett missbraucht, indem du was getan hast, was der Natur widerspricht oder indem du deinem Mann seine ehelichen Pflichten verweigert hast und wie oft? Und da antwortet sie dann drauf, bis in das kleinste Detail, was glaubt ihr, was das mit dem Mann macht? Also, völlig unbiblisch, solche Dinge in diesem Fall dann auch noch auszulocken, herauszulocken und dann auch von jemandem, der mit der Ehe nichts zu tun hat. Aber versteht ihr jetzt, wie der Priester hier Macht über die Frau bekommt und der Ehemann eigentlich auf die Seite gesetzt wird und der Priester die Stelle des Mannes einnimmt? Weil wenn die Frau jetzt sagt, ja, ich habe meinem Mann seine ehelichen Pflichten verweigert, ja, aber warum denn? Ja, weil ich die und die Verlangen habe. Und der Priester dann die Verlangen erfüllt, dann nimmt doch der Priester die Stelle des Ehemanns ein, oder? Was glaubt ihr, wie viele uneheliche Kinder es gibt in der Hinsicht, weil die Frau mit dem Priester Verkehr hatte und ihrem Mann das Kind untergejubelt wurde? Ganz sicher durch die Jahrhunderte hindurch, und da gibt es viele Beispiele, da muss ich gar nicht drüber sprechen, da könnt ihr Bücher drüber lesen, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt. Ja? Ein interessantes Buch wäre das eine, was ich jetzt bei mir noch im Rucksack liegen habe. Ein Buch aus den 1050er Jahren, also knapp 1000 Jahre alt. The Book of Gomorrah von einem inzwischen heiligen Priester der römisch-katholischen Kirche geschrieben, wo er eben über viele dieser Sünden spricht und eben auch darüber, wie Priester Frauen missbrauchen. Und hier haben sie mit dem Beichtstuhl eine, sage ich jetzt mal, legitime Einladung, um die Frauen auch zu missbrauchen. Hast du das Ehebett missbraucht, indem du etwas getan hast, was der Natur widerspricht? Oder indem du deinem Mann seine ehelichen Pflichten verweigert hast und wie oft? Was ist das anders als gegen Hebräer Kapitel 13, Vers 4 einzugehen, wo ganz klar drin steht, die Ehe soll von allen in Ehre gehalten werden und von allen, natürlich allen, die es betrifft. Es betrifft den römisch-katholischen Priester ja nicht. Es betrifft den Mann und die Frau und Gott. Und das Ehebett unbefleckt.
Zweite Frage. Haben Sie Ihren Mann überredet, Gott gegen die Gebote der Natur und des Gewissens zu beleidigen? Wie oft? Guri sagt über die Ehe. Also Guri über die Ehe. Damit mein Leser auf verständliche Weise versteht, wie die Kirche von Rom den Ehestand betrachtet, werde ich mich bemühen, das sagt jetzt die Autorin Shepherd, nach Guri das Wesen und den Zweck der Ehe zu erklären. Was sagt also Guri über die Ehe? Über die Beschaffenheit der Ehre. Die Beschaffenheit der Ehe. Zitat: Die Ehe ist, soweit es sich um einen Vertrag handelt, eine Vereinbarung, durch die sich Mann und Frau gegenseitig und rechtmäßig den Gebrauch ihres Körpers für alle der Zeugung dienenden Handlungen überlassen und sich zum Zusammenleben verpflichten. Ende Zitat. Dem könnte man als bibeltreuer Christ beinahe zustimmen. Es steht nur in der Bibel nicht geschrieben, dass man den Körper seines Partners nur gebrauchen darf, um zur Zeugung zu dienen. Natürlich hat Gott gesagt im Garten Eden, seid fruchtbar und mehret euch. Er hat aber, eben wie in Hebräer 13,4 stand, eben auch das Ehebett unbeschmutzt gelassen. Ich darf mit anderen Worten im gegenseitigen Einverständnis, wie ja hier auch steht, mit meinem Ehepartner im Ehebett machen, was wir beide wollen. Das muss nicht immer nur der Zeugung dienen, das fügt die römisch-katholische Kirche hinzu. Also man muss immer aufpassen, manchmal ist es subtil, sonst liest man über solche Dinge hinweg, weil so alles richtig, was hier steht. Die Ehe ist, soweit es sich um einen Vertrag handelt, eine Vereinbarung, durch die sich Mann und Frau gegenseitig und rechtmäßig den Gebrauch ihres Körpers für alle der Zeugung dienenden Handlungen überlassen und sich zum Zusammenleben verpflichten. Jetzt lassen wir mal für alle der Zeugung dienenden Handlungen überlassen. Sind wir dann einverstanden mit dem Text? Die Ehe ist ein Vertrag, eine Vereinbarung, durch die sich Mann und Frau gegenseitig rechtmäßig den Gebrauch ihres Körpers zu überlassen, den Gebrauch ihres Körpers und sich zum Zusammenleben verpflichten. Kann man dem zustimmen? Ist das ein Vertrag? Also heutzutage vielleicht ja. Und heutzutage werden auch Papiere für aufgestellt, aber früher nicht. Heute, und das ist eben hier der Vertrag, das ist schon wieder das Einmengen des Staates in die Angelegenheiten von zwei verschiedenen Menschen. Wenn du jetzt natürlich sagst von ja, aber der Mann schließt ja einen Vertrag mit seiner Frau, indem er die Frage, ob er sie heiraten will und ihr treu sein will und alles bis zum Lebensende und all diese ganzen Dinge, da ist das ein Vertrag. Ja, aber das steht ja in der Bibel überhaupt nicht drin. In der Bibel steht nur drin, wenn Mann und Frau sich gut miteinander verstehen, die zwei, und dann Verkehr miteinander haben, dann bezeugen sie hiermit bereits, dass sie den Rest ihres Lebens zusammen verbringen wollen. Weil Gott hat eine Scheidung nicht vorgesehen. Ja? Okay, dass Moses nachher eine Scheidung vorgesehen hat im alten Israel, das hat wieder andere Gründe. Aber da wollen wir jetzt mal nicht drauf eingehen. Das überlasse ich jedem in seinem eigenen Studium. Aber ist die Ehe ein Vertrag? Biblisch gesehen würde ich mal sagen, oder sage ich, würde ich mal sagen. Nein, biblisch gesehen finde ich das nicht einen Vertrag. Ich finde das eine Übereinkunft, ja. Mit gegenseitigem Einverständnis, ja. Weil die Frau gibt sich dem Mann hin und der Mann gibt sich der Frau hin. Im Einverständnis, dass sie das exklusiv tun, das heißt, dieser Mann gibt sich nur für die Frau hin und diese Frau gibt sich nur für den Mann hin und sie entsagen allen anderen Männern oder Frauen, um eben treu in ihrer Beziehung zu sein und das ist eben, wie eine Ehe biblisch sein sollte. Damit bin ich einverstanden. Dass hier schon das eingeführt wird, dass es sich um einen Vertrag handelt, ist wieder typisch römisch-katholische Sophistik. Jetzt geht es aber im zweiten Absatz noch interessanter weiter. Da steht, soweit es sich um ein Sakrament handelt, wird es folgendermaßen definiert. Sakrament des neuen Gesetzes, das die rechtmäßige Vereinigung von Mann und Frau heiligt, damit sie ihre Kinder fromm und heilig erziehen.
Aha. Soweit es sich um ein Sakrament handelt, wird es folgendermaßen definiert. Wir dürfen jetzt nicht vergessen, ein Sakrament brauche ich in der römisch-katholischen Kirche, um Gnade zu bekommen. Gnade, die ich mir in der römisch-katholischen Kirche erarbeiten muss. Gnade, die aber folgens der Bibel ein Geschenk Gottes ist. Aus Glauben seid ihr errettet und das nicht durch eure eigenen Werke, auf dass niemand sich rühme, heißt es. Aber ein Sakrament ist eine Handlung, die begangen werden muss, um Gnade zu bekommen. In der römisch-katholischen Kirche. Werkserlösung gegen die Bibel, Glaubenserlösung. Die Ehe ist kein Sakrament. Es gibt überhaupt kein Sakrament. Sucht das Wort Sakrament mal in der Bibel. Kann ich euch ja eben abnehmen. Ich nehme hier nochmal eben die König James Startseite und wir suchen da mal das Wort. Oh, ich nehme die besser die Blaney wegen der Schreibweise immer mal. Sacrament und Enter. Keine Resultate. Es gibt keine direkten Resultate für dein Suchwort, deine Treffwort, dein Suchwort, was du eingegeben hast, wurden nicht in der König James Bibel gefunden. Tja. Musst du gucken, was die Schreibweise angeht und so weiter und so weiter. Das Wort Sakrament steht nicht in der Bibel. Tja, sowas. Dann würde das ja heißen, oh, hier gebraucht die römisch-katholische Kirche etwas, was nicht in der Bibel steht. Ja, genau. Die römisch-katholische Kirche hat sieben Sakramente. Und die musst du alle vollziehen. Da musst du in allen beteiligt sein. Die musst die ganzen Werke durchziehen, um die Gnade zu erreichen, um in den Himmel zu kommen. Weil wenn du die Sakramente nicht alle erfüllst, bist du kein hundertprozentiger Katholik und dann bist du nicht die Erlösung wert. Dann kannst du nicht errettet werden. Außerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt es keine Erlösung. Ja, das müssen wir erstmal natürlich als Basis dahinstellen. Das ist ihre Behauptung. Handelt es sich bei der Ehe um ein Sakrament? Nein! Soweit es sich um ein Sakrament handelt, und das ist jetzt, was Guri sagt, wird es folgendermaßen definiert: Sakrament des neuen Gesetzes, das die rechtmäßige Vereinigung von Mann und Frau heiligt, damit sie ihre Kinder fromm und heilig erziehen. Nun beginne ich mir so langsam die Frage zu stellen: Was meint der Guri denn Sakrament des neuen Gesetzes? Was ist denn Sakrament des alten Gesetzes? Gab es im alten Gesetz auch ein Sakrament? Gab es im alten Gesetz ein Sakrament der Ehe? Oder hat die römisch-katholische Kirche das mit dem neuen Gesetz eingeführt? Nach dem Motto, erst im sogenannten Neuen Testament. Weil das ist ja ein neues Gesetz für die römisch-katholische Kirche. Das alte Gesetz ist abgeschafft, das neue Gesetz gilt. Das lehrt die Kirche. Jesus kam nicht, um was abzuschaffen, er kam, um zu erfüllen. Er hat das alte Gesetz erfüllt, er hat das levitische Gesetz erfüllt, es hat nichts mit dem moralischen Gesetz zu tun. Und die Ehe ist keine heilige Handlung, die dazu dient, um Gnade zu erwerben. Also, soweit es sich um ein Sakrament handelt, es handelt sich nicht um ein Sakrament. Wird es folgendermaßen definiert: Sakrament des neuen Gesetzes, das die rechtmäßige Vereinigung von Mann und Frau heiligt, damit sie ihre Kinder fromm und heilig erziehen. Also, in der römisch-katholischen Kirche ist die Ehe nur dazu da, oder ist die Ehe nur eine rechtmäßige Vereinigung von Mann und Frau, die von der römisch-katholischen Kirche geheiligt wird, deswegen Sakrament, das ist ein Heiliger, kommt ja von Sakra, von heilig, eine heilige Handlung, damit sie unter diesem Bund der heiligen Handlung ihre Kinder fromm und heilig erziehen. Natürlich. Bitte jetzt richtig verstehen, das, was die römisch-katholische Kirche unter fromm und heilig versteht, ne? Nicht wahr? Weiterhin sagt Guri, Zweck der Ehe oder ihre Einheit. Die Einheit der Ehe besteht darin, dass die Ehe die Verbindung nur eines einzigen Mannes mit nur einer einzigen Frau ist. Ja, dem stimme ich ausnahmsweise mal zu. Dauer der Ehe. Na, jetzt wird's interessant. Es gibt Unterschiede in Bezug auf die Dauer, nämlich in Bezug auf die Bildung, auf die, Entschuldigung,
Nämlich in Bezug auf die Bindung und in Bezug auf das Bett. Erster Punkt. Was die Bindung betrifft, so ist die Ehe unauflöslich. Das heißt, Zitat, wenn sie einmal geschlossen wurde, kann sie nach dem positiven göttlichen Gesetz nicht durch Scheidung in Bezug auf das Band der Ehe aufgelöst werden. Ende Zitat. Was die Bindung betrifft, also wir haben Bindung und Bezug auf das Bett. Das heißt mit anderen Worten, ich nenne es mal so, wie es heute im allgemeinen Sprachgebrauch heißt, da spricht man ja auch von Scheidung von Bett und Tisch. Da hat also der Tisch wäre dann also jetzt die Bindung. Wäre jetzt ja die Bindung und das Bett, das wäre dann halt der andere Teil. Also die Ehe wird ja in zwei Dinge aufgeteilt. Einmal das normale Zusammenleben und einmal das Zusammenleben im Schlafzimmer, um es jetzt mal grob auszudrücken. Erster Punkt also, was die Bindung betrifft, so ist die Ehe unauflöslich. Also das, was außerhalb des Schlafzimmers passiert, wenn die Menschen sich da halt die Ehe versprechen, treu zu sein, miteinander zu leben und so weiter, das ist unauflöslich. Das heißt, Zitat, wenn sie einmal geschlossen wurde, kann sie nach dem positiven göttlichen Gesetz nicht durch Scheidung in Bezug auf das Band der Ehe aufgelöst werden. Wie ich bereits vorher sagte, es gibt in der Bibel keine Scheidung. Die Scheidung, die Mose eingeführt hat, ist nicht von Gott eingeführt. Und wurde von Gott nur deswegen toleriert, weil damals die Menschen ihren Ehepartner oftmals die Schädel eingeschlagen haben, weil war ja bis zum Tode und dann konnte man danach eine andere nehmen. Aber da müsst ihr die Bibel lesen, da gibt es genügend Beispiele drin, wo das vorkommt und vor allen Dingen, wenn ihr euch den Teil durchlest, wo Mose die Scheidung dann, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger veranlasst. Gucken wir mal eben, was die Bibel sagt zu dem Wort Divorce. Kommt jetzt hier nicht direkt vor, nur in Jeremia. Da müsste man noch mal andere Stichworte sich raussuchen, wenn Mose dann Erlaubnis zur Ehescheidung bringt oder was Suchtermen. Die könnt ihr dann selbst eingeben, dann könnt ihr das dann nachlesen. Hier ist es eben The Bill of Divorce, Jeremia 3,8. Ich gucke mir das mal eben im Deutschen an. Jeremia 3,8 im Alten Testament, also hier. Jeremia und dann Kapitel 3, Vers 8. Das ist nur, dass ich das gleich richtig übersetzt habe. Da steht hier: Ich aber sah das, obwohl ich die abtrünnige Israel wegen ihres Ehebruchs entlassen und ihr den Scheidebrief gegeben hatte, dass sich ihre treulose Schwester Juda nicht fürchtete, hinzugehen und auch Hurerei zu treiben. Ja, hier geht es aber nicht um Menschen, hier geht es tatsächlich um eine Frau in der, wie wir es in der Prophezie eben verstehen, in der Prophezeiung verstehen. Hier geht es um eine Kirche. Ja? Also hier ist Juda, was hier angeführt wird. Israel, Entschuldigung, obwohl ich die abtrünnige Israel wegen ihres Ehebruchs entlassen habe, und Jeremia, das ist ja hier zur Zeit nach der Trennung zwischen Juda auf der einen Seite und Israel auf der anderen Seite, und da wurde ja der Stamm Israel oder besser gesagt das Volk Israel wurde geteilt in die zwei Völker Juda und das kleine Volk Benjamin, was da später drin aufging, und die 10 nördlichen Stämme. Da geht es um diese Teilung, da geht es hier gar nicht um die Menschen. Also das mit den Menschen, das steht an einer anderen Stelle in der Bibel. Gut, wir wollen das jetzt auch nicht zu kompliziert machen. Es ist ganz klar, der Zweck der Ehe ist ihre Einheit. Die Einheit der Ehe besteht darin, dass die Ehe die Verbindung nur eines einzigen Mannes mit nur einer einzigen Frau ist. Bei der Dauer gibt es Unterschiede auch in Bezug auf die Dauer, nämlich in Bezug auf die Bindung und in Bezug auf das Bett. Erster Punkt, was die Bindung betrifft, so ist die Ehe unauflöslich. Das heißt, wenn sie einmal geschlossen wurde, kann sie nach dem positiven göttlichen Gesetz nicht durch Scheidung in Bezug auf das Band der Ehe aufgelöst werden. Es sollten jedoch drei Ausnahmen gemacht werden. Jetzt wäre es natürlich mal interessant, wir schauen uns da mal nebenan, was die Bibel zu diesen Ausnahmen sagt. Erstens, die Ehe von Katholiken, die zwar geschlossen, das heißt, was die Zeremonie betrifft, aber nicht vollzogen ist, womit die Kirche meint, dass noch keine geschlechtliche Vereinigung zwischen den frisch Verheirateten stattgefunden hat, kann aus einem schwerwiegenden Grund durch eine Dispens, also eine Ausnahmeregelung des Papstes, des Vertreters, der göttlichen Macht, aufgelöst werden. So, also die römisch-katholische Kirche sagt gleich, es gibt hier Ausnahmen. Ja? Was die Bindung angeht, also prinzipiell ist die Ehe unauflöslich, das wäre gegen das Gesetz Gottes, aber man muss drei Ausnahmen machen.
die Ehe von Katholiken, die zwar geschlossen, also du hast die Zeremonie durchgezogen in der Kirche vor dem Priester, bist verheiratet, aber die Ehe war noch nicht vollzogen, weil du weder vor diesem Ritual noch nach diesem Ritual mit deinem Partner Verkehr hattest, dann ist die Ehe geschlossen, aber nicht vollzogen. Und dann kann sie aus einem schwerwiegenden Grund durch eine Ausnahmeregelung des Papstes aufgelöst werden. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ah, hier, das steht hier dahinter, muss ich gar nicht selbst geben. Steht hier. Die Ehe von Ungläubigen, also zum Beispiel Christen, das bibelgläubige Christen, man muss es ja mal aus der Sicht der römisch-katholischen Kirche sehen. Die Ehe von Christen, wahren Christen, kann, auch wenn sie vollzogen ist, mit göttlicher Erlaubnis in der Person des Papstes aufgelöst werden, wenn einer der Eheleute durch die Taufe zum katholischen Glauben übergetreten ist und der andere sich weigert, mit dem Ersteren in Frieden zu leben oder dies tut, indem er den Schöpfer beleidigt, die katholische Religion verachtet und versucht, den Gläubigen zur Sünde zu verleiten. Das ist doch mal ein schöner Absatz, um diese Lesung für heute zu beenden. Die Ehe von Ungläubigen, also zum Beispiel Christen, es kann aber genauso gut ein Moslem sein, es kann ein Hindu sein, es kann ein Atheist sein, kann, auch wenn sie vollzogen ist, mit göttlicher Erlaubnis, also vollzogen, das heißt, wenn der Geschlechtsakt auch schon stattgefunden hat, kann mit göttlicher Erlaubnis, das ist natürlich dann der Vertreter Gottes hier auf Erden, der Papst, nicht der Vater im Himmel, aufgelöst werden, wenn einer der Eheleute durch die Taufe zum katholischen Glauben übergetreten ist und der andere sich weigert, mit dem Ersteren in Frieden zu leben. Oder dies tut, indem er den Schöpfer beleidigt, also gegen das dritte Gebot verstößt, die katholische Religion verachtet und versucht, den Gläubigen zur Sünde zu verleiten. Den Gläubigen, also den Katholiken. Ja? Wenn er versucht, den Katholiken zur Sünde zu verleiten. Wenn er sagt, Mensch, komm doch raus da! Das ist die Kirche Satans, das ist die Kirche des Teufels. Ah. Interessanter kleiner Absatz, der dann auch noch eine Fußnote hinter sich hat und da habe ich eine Bemerkung zugeschrieben. In diesem Absatz habe ich zum korrekten Verständnis die Wörter christlich mit katholisch ersetzt, ebenso in dem Absatz davor. Das heißt, in dem Buch lesen wir hier das Wort christlich. Wo steht das jetzt hier? Die Ehe von Ungläubigen, also zum Beispiel Christen, kann auch, wenn sie vollzogen ist, mit göttlicher Erlaubnis in der Person des Papstes aufgelöst werden, wenn einer der Eheleute durch die Taufe zum katholischen Glauben übergetreten ist. Also da stand ursprünglich christlich und ich habe hier katholisch davon gemacht, ne? Ich habe in dem Absatz, habe ich zum korrekten Verständnis die Wörter christlich mit katholisch ersetzt. Also das katholisch, was hier steht, ist zu eurem besseren Verständnis. Im Original steht hier christlich. Die Ehe von Ungläubigen, also zum Beispiel Christen, kann, auch wenn sie vollzogen ist, mit göttlicher Erlaubnis aufgelöst werden, wenn einer der Eheleute durch die Taufe zum christlichen Glauben, so steht es im Original, gemeint ist, der katholische Glauben übergetreten ist und der andere, also der andere Ehepartner, sich weigert, mit dem Ersteren in Frieden zu leben oder dies tut, indem er den Schöpfer beleidigt, die katholische, nicht die christliche, Religion verachtet und versucht, den Gläubigen zur Sünde zu verleiten. Also, dann kann der Papst, auch wenn die Ehe durch den Akt des Geschlechtsverkehrs bereits vollzogen war, diese Ehe noch lösen. Das heißt, der Papst kann sie immer lösen, Gott nicht, aber der Papst hier auf Erden, der kann das tun. Denn es steht ja so beschrieben, wenn die Zeremonie vollzogen wurde, aber die Ehe noch nicht vollzogen wurde, dann kann mit einem schwerwiegenden Grund, also aufgrund einer Ausnahmeregelung, der Vertreter der göttlichen Macht diese Ehe auflösen. Und wenn die Ehe von Ungläubigen, also zum Beispiel Christen, kommt, kann auch sie, wenn sie, auch wenn sie vollzogen ist, mit göttlicher Erlaubnis in der Person des Papstes, nicht unseres Vaters im Himmel, nicht des wahren Gottes, zum katholischen Glauben übergetreten ist, nicht zum christlichen, das steht im Original, katholisch ist gemeint, und der andere sich weigert, mit dem Ersteren in Frieden zu leben oder dies tut, indem er den Schöpfer beleidigt, die katholische Religion verachtet und versucht, den Gläubigen zur Sünde zu verleiten. Tja, das war, wie wir in Flämisch sagen würden, da war es ein hele Boot dran, ne?
Das war ein ganz schön ordentliches Stück, was wir heute gelesen haben. Und vor allen Dingen, ich denke, wichtig, was wir daneben besprochen haben. Weil die römisch-katholische Sophistik und Kasuistik ist oftmals wirklich sehr subtil. Und da muss man schon sehr vorsichtig sein, dass man die Dinge richtig versteht. Und ich kann euch garantieren, den Fall mit dem Onan, das habe ich schon vielen Leuten versucht zu erklären, das haben viele immer noch nicht verstanden. Vor allen Dingen nicht in dieser Welt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eben auch ein geistiges Unterscheidungsvermögen haben. Genauso wie es im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14 steht. Der natürliche Mensch empfängt nicht Dinge des Geistes Gottes, denn sie sind ihm Torheit. Er kann sie auch nicht erkennen, weil sie geistlich erkannt werden. Und geistig hat er kein Unterscheidungsvermögen, er kennt es nicht. Und deswegen müssen wir mit viel Geduld auf unsere Brüder und Schwestern einsprechen und sehen, eben genau diesen kleinen geistlichen Keim zum Wachsen zu bringen. Und dafür zu sorgen, dass eben sie auch dasselbe geistige Verständnis haben wie viele andere, aber leider immer noch viel zu wenig. Für heute soll es das gewesen sein, zumindest für heute Nachmittag. Wir haben heute den 10. Januar, heute Nachmittag, und ich werde wahrscheinlich heute Abend die nächste Lesung machen. Dann geht es weiter mit schädliche Hindernisse, wo es darum geht, weil wir sprechen ja immer noch über den Zweck der Ehe und die Dauer der Ehe und die Beschaffenheit der Ehe und über die Eheverpflichtung, das ist ja immer noch Frage 6, die Eheverpflichtung, worum geht es dann bei schädlichen Hindernissen? Das wird dann Thema der nächsten Sendung, neben den anderen Themen, die da auch noch drankommen dann. Ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen und bitte stellt eure eigene Untersuchung an, lest die Bibel, haltet alles, was die römisch-katholische Kirche sagt, an die Bibel und seht, was stehen bleibt und was durchfällt durch das Sieb. Und das, was verworfen wird, das müsst ihr eben auch verwerfen. Und je besser ihr die Bibel kennt, desto mehr euch das hilft, diese Dinge zu verstehen. Ja. Neben solchen interessanten Büchern, bitte lest eure Bibel. Shalom, Maranatha.